Hallo liebe Zuschauer zur Nachbetrachtung des A-Jugendspiels Grün-Weiß-Schwerin gegen Buxtehude SV, was der Buxtehude SV 27-13 gewinnen konnte. Aber erstmal natürlich, wie geht's Ihren Spielerinnen? Zwei Verletzte dabei. Wie geht's Ihnen? Ja, also ganz genau kann ich das nicht sagen. Ich denke, dass Melissa, die sich die Augenbraue mehr oder minder mit so einem Cut aufgerissen hat, dass wir die wieder zusammenflicken können und einen schönen Menschen kann nichts entstellen. Also das wird wieder. Mehr Sorgen bereitet mir die Claudia Michaelidis, die sich in der letzten Aktion eine Knieverletzung geholt hat. Das werden wir uns natürlich dann zu Hause nochmal angucken müssen, was es ist. Ich hoffe, dass es nur eine Kleinigkeit ist. Das war ihr letztes A-Jugendspiel. Die letzten zwei Minuten, das wäre natürlich ganz bitter, wenn sie jetzt eine schwere Verletzung davon trüge. Ja, wir wünschen auf jeden Fall gute Besserung für beide Spielerinnen. Nun, Spiel erfolgreich gestaltet, zwei Punkte mitgenommen aus Schwerin. Das Ziel war mindestens einer. Wie zufrieden ist man nach dem Spiel? Naja, also vom Ergebnis her müssen wir sicherlich zufrieden sein. Das war das, was wir erreichen wollten. Wir wollten hier gewinnen. Wir wollten hier sicherlich auch gut spielen. Das ist uns sicherlich auch dank der Schweriner Gegenwehr nicht immer so gelungen, wie wir uns das vorgestellt haben. Letztlich muss ich aber sagen, soll mir das jetzt dann auch egal sein. Das ist für unseren Verein halt wichtig, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Und wenn dann mal ein Spiel wie heute nicht so schön ausfällt, weil wir zum einen viele Fehler gemacht haben, zum anderen die Schweriner dann aber auch lange Zeit ordentlich dagegen gehalten haben, dann ist das zu verschmerzen, müssen wir durch. Ja, Steffen, mit 14 Toren verloren, wie fällt dein Fazit aus? Wie zufrieden kann man da als Trainer sein? Na, ich sag mal so, wenn man die Vorgeschichte des Spiels sieht, dass habe ich ja vor dem Spiel auch gesagt, wen Buxtehude alles mitgebracht hat. Dann ist das eigentlich von der Differenz her ein Ergebnis, wo ich vorher gesagt hätte, das geht in die Richtung. Ja, also klar hätte ich unterschrieben, wenn er mit fünf Toren Unterschied sagt, dann hätte ich das unterschrieben. Aber es ist schon die richtige Richtung. Wir haben deutlich unsere Grenzen aufgezeigt bekommen, was unser Angriffsspiel anbelangt. Mit der Deckung kann ich phasenweise zufrieden sein, weil wir haben es Buxtehude wirklich schwer gemacht, aus dem Positionsangriff zu treffen. Dann aber eben halt durch Undiszipliniertheiten einfache Tore zugelassen, durch 7 Meter oder Konter. Weil man vorne eben halt den Ball nicht richtig spielt, nicht ohne Druck spielt, ist es dann einfach, einen schnellen Angriff zu machen und das einfache Tor. Und dann kommt eben halt so ein Ergebnis zustande. Womit kann man denn bei diesem Spiel vielleicht doch noch positiv hervorheben in diesem Spiel? Naja, ich sag mal so, vor 2-3 Monaten wäre es vielleicht so weit gewesen, dass die Mannschaft komplett den Kopf hätte hängen lassen und
dann wäre das Spiel zum Beispiel wie gegen Schwartau mit 50 Toren für Schwartau ausgegangen. Und das ist schon ganz, Quatsch, für Spandau. Das ist schon okay. Die Mannschaft hat nicht aufgesteckt, nicht gänzlich aufgesteckt. Man hat die Grenzen gesehen von den Spielerinnen. Und ich muss dann doch meiner Theresa Meissner auf jeden Fall ein Kompliment aussprechen, die in dem Spiel doch nicht aufgesteckt hat, die immer wieder mit neuen Situationen klarkommen musste und die neue Nebenleute hatte, weil einfach bei dem Rest habe ich doch heute einiges vermisst. Auf der anderen Seite, es gab trotz des deutlichen Gewinns viele technische Fehler auf Ihrer Seite. Wie erklärt man sich das als Trainer? Wie geht man damit um? Naja, ich muss ja sagen, leider bin ich das schon so ein bisschen gewohnt, damit auch umzugehen. Ich habe halt eine sehr junge Mannschaft zusammen. Wir haben 6 fitte Spielerinnen, die aus dem A-Jugendbereich kommen, der ganze Rest ist B-Jugendlich. Und wir haben über die ganze Saison halt immer schwankende Leistungen, auch im Bereich technische Fehler hingelegt. Das heißt, mal haben wir richtig gute Leistungen gebracht, wenig Fehler gemacht, wie letzte Woche gegen die SG Hamburg Nord. Das war eine solide Partie, dann gewinnt man halt 40-26. Wenn wir das Hinspiel zum Beispiel hier nehmen gegen Schwerin, aber auch gegen die SG Hamburg Nord, das wir als einziges in der Abstiegsrunde dann verloren haben, da haben wir dann teilweise eben konzentriert abgeschlossen und haben auch, obwohl wir es eigentlich besser wissen müssten, nicht die richtigen Mittel gefunden, den Ball eben ins Tor zu bringen. Ich finde, für so eine junge Mannschaft ist das in Ordnung und wir wollen uns halt jetzt Stück für Stück steigern. Haben wir dann auch schon bei den NOAV-Meisterschaften, wo wir die Schweriner dann ja auch gleich wieder treffen, nächste Woche in Buxtehude, die Möglichkeit, dass diese jungen Spielerinnen sich weiter verbessern, dass sie ihre Möglichkeiten erweitern, um dann in 2 Jahren in der Regionalliga ganz oben mit dabei zu sein. Gut, dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zum Gewinn. Vielen Dank, dass Sie uns zur Verfügung standen für dieses Interview. Gute Heimreise und nochmal gute Besserung für Ihre beiden Spielerinnen. Werde ich ausrichten. Vielen Dank. Vielen Dank auch. So, jetzt wenden wir uns nochmal an dich, Steffen. Dein letztes Spiel als Regionalliga-Trainer, das letzte Spiel der Regionalliga A-Jugend. Wie geht's weiter? Ja, also es ist ja nicht mein letztes Spiel allgemein, es ist ja einfach nur wirklich eine A-Jugend, die Regionalliga gewesen. Es geht so weiter, dass wir jetzt einen vernünftigen Abschluss machen mit den Mädchen und dann eben halt einen Neuaufbau machen für eine zweite Frauenmannschaft, wo Grundbestandteil die A-Jugendspieler jetzt sind, plus 1, 2 ältere Spielerinnen, so dass wir nachher einen Kader von 14, 15 Leuten haben und dann eben halt auch in der Mecklenburg-Vorpommern-Liga nächstes Jahr eine gute Rolle mitspielen wollen. Mit der zweiten Frauenmannschaft? Mit der zweiten Frauenmannschaft. Was passiert nächstes Jahr mit der A-Jugend? Gibt es dann keine A-Jugend nächstes Jahr? Aufgrund der Situation hier im Land, wo es genügend A-Jugendmannschaften gibt, die nicht dem Leistungsniveau entsprechen, welches wir dann doch haben, obwohl die Ergebnisse dieses Jahr es anders vermuten lassen, haben wir uns dazu entschlossen, wenn man die Mädchen weiterentwickeln möchte, muss man eine Herausforderung suchen. A-Jugend Regionalliga, haben wir dieses Jahr gemerkt, ist nicht das, wofür es denn doch reichen sollte. Und dann hat man eben geguckt, welche Alternativen hat man. A-Jugend, Oberliga, da hättest du in der ganzen Saison 10 Spiele gehabt. Und ja, das ist ja nicht der Anspruch von Grün-Weiß-Schwerin. Da muss man eben halt sehen, okay, wir machen das jetzt so mit der zweiten Frauenmannschaft. Da hat man eine vernünftige Anzahl an Spielerinnen. Man kann andere Spielerinnen nochmal für die erste Frauenmannschaft heranführen, die vielleicht nicht gerade unter 18 sind oder 18 sind, sondern eben halt doch Anfang 20, die den Sprung aber nicht gleich schaffen könnten über die Distanz dann doch. Wie viele Landesmeister jetzt von der B-Jugend würden sich dann in diese zweite Frauenmannschaft eingliedern? Aktuell sind es 3. Das ist die Lena Besenhardt, die Juliane Schiller und Franziska Horn. Die anderen sind eben halt alle noch im 94er-Jahrgang, können nächstes Jahr nochmal B-Jugend spielen. Und ich denke, wenn man diese Saison schon bei den Mädels gesehen hat, bin ich positiv gestimmt, dass die Mädels nächstes Jahr wieder eine gewichtige Rolle mitspielen um den Landesmeistertitel. Also du peilst nächstes Jahr den Landesmeistertitel an bei der zweiten Frauenmannschaft? Nein. Für die B-Jugend, den Landesmeistertitel. Wir wollen uns einfach ein Stück weit etablieren. Wir wollen schnellstmöglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Und dann ist, glaube ich, auch das erreicht, was wir erreichen können mit der Mannschaft. Alles klar, Steffen. Dann bedanke ich mich für das Interview. Ich hoffe, du nimmst es nicht so tragisch, dass es nicht so gelaufen ist, dein letztes Spiel. Und wünschen dir viel Glück für die neue Saison, für die zweite Frauenmannschaft von Grün-Weiß-Schwerin. Und Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich noch ein schönes Restwochenende hier aus der Reiferbahnhalle und auf Wiedersehen.